Händels Amadigi di Gaula ist insofern eine sehr besondere Oper, auch im Schaffen von Händel, weil es eine Oper ist, die nur 4 Personen hat, aber den größtmöglichen Aufwand an Bühnenzauber sozusagen. Es geht um einen Ritter, Amadis oder auf Italienisch Amadigi. Das ist im Mittelalter eine ganz prominente Ritterfigur gewesen. Es gab eine ganze Reihe von Amadis-Romanen und der erlebte einfach eine ganze Reihe von Abenteuern. In dieser Oper geht es um eine Sequenz, die auch nur sehr vage aus den ursprünglichen Büchern übernommen worden ist, sondern so eine Art Mischung. Der Amadigi befindet sich in der Zauberwelt der Zauberin Melissa, die in Amadigi verliebt ist. Amadigi aber, wie sich's für jeden Ritter gehört, hat eine Dame seines Herzens, für die er seine ganzen Heldentaten bestehen möchte, nämlich Oriana. Und diese Oriana ist ihm irgendwie abhanden gekommen. Wie sich dann herausstellt, ist diese Oriana nämlich von der Melissa entführt worden und in einen Turm gesperrt worden. Und Amadigi zieht also los, um die Oriana zu finden und wird daran das ganze Stück über von der Melissa gehindert, weil die ihn gerne für sich haben will. Und dafür benutzt sie eine 4. Figur, nämlich Dardano. Das ist ein Freund, auch ein Ritter von Amadigi, der zu Beginn der Oper feststellt, dass beide, Amadigi und er, in die gleiche Frau verliebt sind, nämlich in besagte Oriana. Amadigi von Händel ist eine ganz typische Händel-Oper. Die Gesangpartien sind alle sehr virtuos. Es gibt sehr viele Koloraturen, sehr kompliziert zu singen. Noch dazu sind alle 4 Rollen in diesem Stück für hohe Stimmen besetzt. Amadigi ist ursprünglich eine Kastratenpartie gewesen. Das ist ein hoher Mezzosopran. Ein Mezzosopran wird bei uns von einem Countertenor gesungen, Benno Schachtner. Und dann gibt es noch eine Hosenrolle, also eine Frau, die einen Mann spielt, Dardano, Mezzosopran, Yi Chaoxi. Und schließlich gibt es die Zauberin Melissa, das ist ein Koloratursopran bei Marina Subko, und die Oriana, ein lyrischer Sopran, Katharina Bertucci. Das Besondere ist eben, es gibt keine tiefere Stimme als alt. Das Instrumentarium dieser Oper ist natürlich ein normales Barock-Instrumentarium. Es gibt immer wieder Arien mit solistisch eingesetzten Instrumenten. Und natürlich gibt es auch 2 Cembali, wie das zu Händels Zeiten eben auch üblich war. Wir spielen das hier natürlich auf modernen Instrumenten, aber quasi in historischer Spielweise. Und das ist die besondere Farbe, die auch durch diese Barockoper eben hier eingebracht wird.